Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne 6 Wochen kein Sex geeignet. Ich kann euch den Tipp nur einmal geben. Zieht euch warm für die Episode an, weil heute soll uns komplett Pipap Cruise Mercedes Drop made in so fresh and so. Ich wurde wieder angemacht. Ihr wisst es, ich kann es nicht leiden, wenn ich angemacht werde. Ich war in München und wisst ihr, was in München passiert ist? Ihr werdet nicht glauben. Gar nichts. Ich bin reich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich find's persönlich eine ziemlich geile Nummer. Wenn ich auf mein Instagram-Profil gehe und dann im Prinzip die ersten Kommentare kommen mit: Hat für mich hier jemand etwas Langes, Hartes? Und ich denke mir immer so: Sag mal, was meinten die? Was Langes, Hartes? Auf was ist denn die nach der Suche? Bis ich letzten Endes jetzt endlich drauf gekommen bin, was die meinten. Heute Abend 19 Uhr Livestream. Ich freue mich komplett. Wer von euch in der Crowd da draußen ist dabei? Leute, ich bin ja wirklich sehr, sehr aktiv auf Instagram. Hier ein kurzer Einblender von meinen Stories. Auf Instagram, denkt ihr auf die Idee, bin ich... Ah, alles klar, reicht auch schon. Hast du Lust, mein Steckenpferd zu sein? Oh, Steckenpferd in den Maufogger. Würde gerne mal auf deinem harten Stock reiten. Wahrscheinlich harter Stock, oder? Ich glaube, die würden mal ganz gern auf meinem Hals reiten. Das kann mir eigentlich niemand erzählen, dass das hier gerade mein Beruf ist. Ich habe mich schon extrem hart gefreut, bin dann auf das Instagram-Profil gegangen. Das Ganze hat mich ein bisschen verwundert, weil die hatte nur 4 Follower. Ich bin auf jeden Fall ziemlich sicher und gute Dinge, dass das Profil echt ist. Leute, der ein oder andere von euch kennt sie vielleicht. Stephanie Davis, die alte... Ich habe ja das Video gedreht mit Jana Riva zusammen. Grüße gehen raus an Jana. Jedenfalls hat mir Stephanie danach geschrieben auf das Video. Ich habe mal wieder mein Nachrichtenfach angeschaut. Und ich war schon so, oh mein Gott. Sie hat ihr Nachrichtenfach angeschaut. Wie viele Nachrichten habe ich bitte bekommen mit, ich soll mir dein und Janas Video anschauen. Jetzt schaut ihr sich an, wie ich die gut bewerte. Das war's. Ich würde dich auch sofort heiraten und smashen. Stephanie Davis würde mich heiraten und smashen. Ich brauche jetzt mal ganz kurz Hilfe in den Kommentaren. Bitte, sagt mir doch bitte, was ich tun soll. Smashen und so, kommt die mir mit ja. Ha! Bitte Leute, ich brauche jetzt eure Hilfe. Die Feature an Without More Focus. Auf meine nächste Story, die ich heute gepostet habe, bekomme ich die Antwort: Morgen, du kleiner Vetter. Und da hört's bei mir auf. Nee, das lasse ich mir nicht bieten. Das ist meiner Meinung nach ein komplett verantwortungsloses Fenster. Ich meine, es gibt Leute, die gehen daran zugrunde. Vielleicht hat der ein oder andere die Thematik ja mit Sonny Loops mitbekommen, dass ich als der letzte Bastard beleidigt wurde und die Moral ausgepackt wurde. Darum hat sich dann anscheinend jeder gerissen. Ein Tag später kommt ein Video von Aaron online, wo er folgendes sagt. Sonny Loops ist schon das bisschen runde, hässliche. Das wiederum juckt dann keinen, oder? Na gut, es war Aaron. Das juckt sowieso keinen. Hands down, Nico. Was machen wir jetzt? Ich hatte locker 6 Wochen kein Sex. Wiegst du? Aber ich. Aber ich halte mal. Bello, komm zurück. Und du denkst dir erstmal so: Moment mal kurz. Mein Hand läuft immer in die DMs von heißen Typen. Ach nee. Was soll denn das? Heiße DMs, Typen. Wahrscheinlich heiße DMs, oder? Alles klar, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Komm, wir uns noch auf jetzt. Oh, Digga, ganz übersehen. X2Place mit 5000 Euro dabei. Danke dir, Digga. Welche Verrenkung soll das jetzt hier gerade darstellen? Ich erst gefragt, alles gut bei dir? Soll ich den Chiropraktiker bestellen? Wahrscheinlich Chiropraktiker, oder? Hier, oh Praktiker. Okay, wir lassen es jetzt. Ich muss jetzt wieder zu meinem Nebenjob bei der Post. Verpiss euch, Digga. Komm.